Einen wunderschönen guten Tag. Im Rahmen des Game Engineering Kurses der Hochschule Mannheim stelle ich in diesem Tutorial die Godot Engine vor und einige Grundlagen, wie man sie verwendet. Ich bin Frederik Schenk und was wir heute machen werden, ist die Godot Engine installieren und ein kleines Spiel erstellen, in dem sich die Spielerfigur frei bewegen kann. Ähnlich wie im alten Handyspiel Snake, wenn sie aus dem Spielerfeld geht, auf der anderen Seite wieder zurückkehrt, mit ein paar Hindernissen kollidieren kann und ein paar Fledermäuse als Dekoration durch die Gegend fliegen. Gut, fangen wir doch an. Doch was ist die Godot Engine? Die Godot Engine ist eine freie Open Source Spiele-Engine und wird unter der MIT-Lizenz entwickelt. Sie hat gerade in den letzten Jahren viel Anklang bei Indie-Entwicklern gefunden. Der Grund dafür ist unter anderem, dass durch die Open Source Natur es keine großen Lizenzhürden oder AGBs gibt, wie bei anderen Engines, die einen behindern könnten. Sie hat eine klare Codebasis, welche es leicht macht, mit eigenen Features zu erweitern. Und sie ist von Grund auf leichtgewichtig und auf kleine Projekte orientiert, sodass ein Einstieg leichter ist. Fangen wir an. Die offiziellen Downloads für die Engine findet man auf der Seite godotengine.org. Die Godot Engine gibt es in zwei Versionen, die Standardversion und die Mono-Version. Die Standardversion funktioniert mit GDScript, der Engine-eigenen Skriptsprache, und auch mit Sprachen wie C oder C++, welche über GDNative eingebunden werden. Die Mono-Version unterstützt zusätzlich C#, welche auch offiziell von den Entwicklern unterstützt wird. Wir werden in diesem Tutorial allerdings mit GDScript arbeiten und laden deswegen einfach die Standardversion runter. Ich werde jetzt nicht im Genauen auf die Installation eingehen, da diese sich von Betriebssystem zu Betriebssystem leicht unterscheidet und auch nicht besonders komplexer ist als die Installation eines normalen Programmes. Deswegen springen wir doch gleich in den Editor. Und so sind wir nun in der Godot Engine. Der erste Bildschirm, den die Godot Engine zeigt, ist die Projektverwaltung, in der man Projekte auswählen kann. Wenn keine Projekte vorhanden sind, bietet es einem an, Demo-Projekte aus dem Repository zu laden. Dieses Repository bietet außerdem verschiedene Add-ons und andere Tools, mit denen man die Funktionalität der Engine erweitern kann. Man kann hier tatsächlich einige gute Demos finden, welche gut die Funktionalität der Engine zeigen, wie zum Beispiel die Third-Person-Shooter-Demo von den Entwicklern selber. Wir wollen aber diesmal ja im Rahmen des Tutorials ein eigenes Projekt erstellen. Um unser neues Projekt zu erstellen, drücken wir auf Neues Projekt und geben zuerst unseren Namen ein, wie zum Beispiel erstes Godot-Projekt. Dann wählen wir aus, wo es gespeichert werden soll und sagen dann, dass er einen Ordner erstellen soll für das Projekt. Und dann können wir anfangen. Um die Renderer kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Für das Projekt, was wir jetzt erstellen werden, sind beide Renderer funktionstüchtig. Die Unterschiede sind primär wichtig, wenn es dann um komplexere Anwendungen geht. Fangen wir nun an, indem wir erstmal die Assets importieren, die dem Tutorial beigelegt sind. Hierzu gehen wir in die linke untere Ecke unter Dateisystem. Hier ist das Dateisystem des Projekts dargestellt, mit dem Hauptordner des Projekts als Rest bezeichnet. Wir machen Rechtsklick darauf und klicken auf Im Dateimanager öffnen, um es im Dateimanager zu öffnen. Wir können dann den Ordner Resources, der in der ZIP-Datei für das Tutorial beigelegt ist, rauskopieren in den Projektordner. Und in diesem Ordner befinden sich verschiedene Texturen, die wir im Rahmen dieses Tutorials verwenden. Fangen wir nun damit an, dass wir die Szene für den Spieler erstellen. Eine Szene ist eine Sammlung aus verschiedenen Nodes. Das sind kleine Objekte, welche die Grundbausteine eines Spiels darstellen. Wir gehen also hier jetzt nach links oben unter Szene und erstellen die Root Node, die Hauptnode, auf der die Szene basiert. Wir klicken hierzu auf andere Node und wählen hier dann aus, was wir dann haben wollen. In unserem Fall wollen wir ein Kinematic Body haben. Das ist ein komplett vom Spielercode gesteuerter Physik,
Körper, mit dem man normalerweise die Spielfigur implementiert, und klicken auf Erstellen. Wir haben nun angefangen, eine Szene zu erstellen. Wir sehen nun hier drüben die Struktur dieser Szene, und im großen Fenster wird nun diese Szene dargestellt. Wir benennen mit einem Doppelklick auf die Hauptnode mal diese Szene um zu Player und speichern das mit Steuerung S dann neu ab. Jetzt erstellen wir hier im aufgeploppten Dialog erstmal einen neuen Ordner namens Scenes und speichern dann unsere Szene unter dem gesetzten Namen ab. Das sehen Sie also auch nun hier im Dateisystem. Unsere Szene hat derzeit noch keine Möglichkeit, Texturen oder so zu implementieren, die wir aber ja für unseren Spieler benötigen. Deswegen erstellen wir jetzt eine Kind-Node, welche unterhalb der Hauptnode platziert wird. Godot arbeitet nämlich mit einem Baumsystem in jeder Szene, wo es eine Hauptnode gibt, unter der dann verschiedene andere Nodes strukturiert sind, um die Struktur eines Spielers, einer Map oder ähnliches zu erzeugen. Wir fügen also nun eine neue Node hinzu, indem wir hier unter Szene auf Node hier anhängen drücken. Als Node wählen wir diesmal Animated Sprite aus. Diese Node ermöglicht uns, mehrere Texturen zu definieren, um eine Animation zu erzeugen. Wir klicken auf Erstellen und sehen, dass diese unterhalb des Spielers angehängt wird. Wir können diese neu erstellte Node auch noch umbenennen. Wir nennen sie jetzt diesmal einfach nur Sprite, um es ein bisschen zu verkürzen. Nun wollen wir auch unsere Texturen hinzufügen. Hierzu gehen wir jetzt auf die rechte Seite zum Inspektor. Der Inspektor zeigt die Eigenschaften und Variablen der aktuell im Scene Tree ausgewählten Node an. In dem Fall unsere Animated Sprite. Wir klicken jetzt hier auf Frames, auf diesen Pfeil, und erzeugen eine neue Ressource namens Sprite Frames, in die wir unsere animierte Texturen definieren. Sprite Frames, wir haben nun Sprite Frames erzeugt und können darauf klicken, um in der unteren Zeile den Animated Sprite Editor zu öffnen. Wir sehen hier nun unten erstmal, welche Animationen es gibt und aus welchen Bildern sie bestehen. Standardmäßig gibt es die Animation namens Default. Wir benennen die mit einem Klick darauf in Idle um, also für ruhig. Und fügen nun die erste Spielergrafik hinzu, indem wir sie reinziehen. Wir sehen jetzt aber tatsächlich etwas Unerwartetes. Die Grafik ist verschwommen. Das hängt damit zusammen, dass die Godot Engine standardmäßig versucht, die Texturen weich zu zeichnen, um halt es nicht so roh auszusehen zu lassen. Das funktioniert aber mit Pixelgrafik nicht besonderlich. Deswegen passen wir das doch mal kurz an. Wir klicken im Dateisystem auf die Spielertextur drauf und gehen dann hier oben auf den Reiter Importieren. Dies legt die Importierungseinstellungen fest, die für diese Datei gelten. Was wir hier nun deaktivieren müssen, ist diesen Flag namens Filter. Wir klicken diesen also ab und drücken auf Neuimport. Und wir sehen fest, dass diese Weichzeichnung verschwunden ist und die Pixelgrafik nun entsprechend scharf ist. Das wiederholen wir nochmal für alle anderen Bilder. Man kann es auch machen im Haufen machen, indem man alle auswählt mit Shift, dann hier auswählt für alle 8 Dateien, dass man den Filter-Flag bearbeiten möchte für alle und auf Deaktivieren und es auf Deaktiviert stellt. Man klickt dann auch immer auf Neuimport und dann wurde es für alle Bilder übernommen. Springen wir zurück in den Szenenreiter, weil wir müssen jetzt noch unsere Animation vollständigen. Wir erzeugen nun eine weitere neue Animation, indem wir hier unter Animationen auf die Neue Animation-Knopf drücken. Diese nennen wir Walk für Bewegung. Und fügen nun beide Grafiken hinzu. Da Wiederholung aktiviert ist, werden diese, wenn die Animation aktiviert ist, immer in Schleife abgelaufen, sodass es so aussieht, als würde sich die Spielerfigur bewegen. Somit haben wir
die Texturdarstellung unseres Spielers hinzugefügt. Wir stellen allerdings auch gerade fest, dass die Spielerfigur sehr klein ist. Das hängt damit zusammen, dass die Godot Engine mit einer Standard-Fensterauflösung arbeitet. Wir gehen mal auf Projekt und Projekteinstellungen und gehen hier in dieser Ansicht der vielen Optionen, die man für sein eigenes Projekt definieren kann, auf die Einstellung Display Window. Display Window zeigt uns jetzt hier viele Einstellungen an. Die für uns interessanten sind jetzt hier Width und Height. Diese definieren nämlich die Standardgröße des Projekts, auf die der Editor bei 2D achten wird. Unser Beispielprojekt in diesem Tutorial ist ja ein relativ kleines Spiel mit kleinen Pixelgrafiken. Deswegen setzen wir die Standardgröße, die die Godot Engine für die Arbeit verwendet, auch auf eine kleine Größe hier, indem wir hier auf 288 mal 162 Pixel gehen. Das ist sehr klein, aber für die Arbeit mit den Pixelgrafiken und für dieses aktuelle Tutorial gut geeignet. Man möchte aber jetzt natürlich nicht, dass das Fenster die ganze Zeit in diesem kleinen Format startet. Man kann deswegen die Größen, die das Fenster standardmäßig startet, mit Test Width und Test Height überschreiben. Wir setzen das jetzt hier mal auf 1920 mal 1080, das standardmäßige Full HD. Zusätzlich kann man hier dann auch noch Fullscreen aktivieren, um das im Vollbildmodus zu starten. Wir lassen das aber jetzt mal deaktiviert, sodass wir schneller zwischen den Fenstern hin und her wechseln können. So, wir sehen nun auch gleich, dass die Größe des Viewports, diesem blauen Rahmen, sich verkleinert hat. Dies ist dann nun unsere Arbeitsfläche, mit der wir nun arbeiten werden. Unsere Spielerfigur hat nun eine Textur. Wir haben ihn aber als Kinematic Body definiert, also als ein Physikkörper, welcher durch Eingaben des Spielers gesteuert wird. Damit nun aber ein physikalischer Körper mit der Umgebung kollidieren kann, müssen wir auch eine Collision Shape festlegen, ein Feld, in dem das Ding kollidiert. Wir klicken deswegen wieder auf Node hier anhängen, um eine weitere Node hinzuzufügen und wählen unter Node 2D Collision Object, wir wählen jetzt hier Collision Shape aus. Diese Collision Shape nennen wir in Collision um und diese teilt nun der Physik Engine mit, was nun kollidieren kann. Auch hierfür müssen wir die Form jetzt festlegen. Wir klicken hier auf Shape, auf den Pfeil, sagen, dass es ein neuer Rectangle Shape sein soll und können nun die Ummaße der Shape so anpassen, dass es den Körper umschließt. Damit haben wir fürs Erste den Spieler fertiggestellt. Wir haben eine Textur für den Spieler, wir haben die Animation vorbereitet und wenn wir dann später den Spieler bewegen, wird er auch mit der Umgebung kollidieren. Der nächste Schritt wird nun sein, dass wir die Hauptszene erstellen. Die Godot Engine erwartet nämlich von einem Projekt, dass es eine Szene hat, in der das Spiel startet. Wir klicken also neben dem Player-Tab auf das Plus, um eine neue Szene zu erstellen. Und drücken auf eine neue 2D-Szene. Nennen diese Game. Speichern dies ab und gehen dann in die Projekteinstellungen und stellen unter Application 1 fest, dass dies die Main Scene ist, indem wir hier für dieses Attribut auf den Ordner-Icon drücken und die gerade erstellte Scene auswählen. Wenn wir nun später hier auf das Play-Icon drücken werden, um unser Projekt abzuspielen, wird diese Szene, die wir hier erstellt haben, der Startpunkt für das Spiel sein. Damit wir uns nun die Möglichkeit geben, Hindernisse hinzuzufügen, an denen der Spieler kollidieren kann, fügen wir nun eine Tilemap hinzu, indem wir hier wieder eine neue Node erstellen und nach Tilemap suchen. Eine Tilemap stellt ein Raster bereit, in dem Texturen wiederholt angeordnet werden können.
und sind daher für gewisse Strukturen ganz praktisch. Wir gehen jetzt im Inspektor auf die Eigenschaften für die Kategorie Cell und legen fest, dass die Standardgröße hierfür 18 mal 18 sein soll, weil dies die Auflösung ist, die unsere Teiltexturen haben. Nun müssen wir ein Teilset erstellen, welche die verschiedenen Teils definiert für die Engine. Wir werden dies im Ressourcenordner machen, indem wir eine neue Ressource erstellen. Wir machen also einen Rechtsklick auf Resources, auf den Ordner und wählen aus Neue Ressource. Jetzt müssen wir den Typ auswählen und sagen dafür Teilset. Dies wird eine Bibliothek erzeugen für die Tilemap mit den verschiedenen Elementen, die verwendet werden können. Wir klicken auf Erstellen, sagen, dass das Ganze im Resource-Ordner unter dem Namen Tileset gespeichert werden soll. Und nun sehen wir hier unten den Editor für diese Tileset. Wir haben jetzt hier unten diese drei Teiltexturen, die wir verwenden wollen als unsere Hindernisse und können dieses nun mit Drag and Drop hier reinziehen und damit in den Editor einfügen. Um nun noch festzulegen, wie die Kacheln in der Tilemap definiert sind, nehmen wir jetzt die erste Textur aus, Teil 01, und sagen, dass hier eine neue Einzelkachel erzeugt werden soll. Wir klicken dann jetzt hier noch auf diesen Knopf, Stab- und Anzeigeraster aktivieren, sodass wir ein Raster erzeugen über diese Textur. Dies können wir dann nun und klicken dann jetzt auf die Textur aus, die wir haben wollen. Da werden wir nun versuchen, eine größere Kachel anzulegen, als wir wollen. Deswegen gehen wir hier auf Snap Options und stellen das auf die entsprechende Größe, die unsere Textur hat und klicken dann nochmal drauf, um die Größe anzupassen. Wir haben nun unsere erste Kachel definiert. Wir können unter Selected Tile jetzt noch anpassen, wie das Ding heißen soll. In dem Fall Hindernis Start. Und müssen jetzt nur noch definieren, dass das Ding eine Kollision hat. Wir gehen also in den Kollisionsmodus, indem wir auf Kollision klicken. Wir klicken ein neues Rechteck an, zoomen vielleicht noch ein bisschen rein, um mehr zu sehen, was wir da machen, und sagen nun, dass wir von den über alle Ecken ein Rechteck haben wollen, welche diese Kachel als Hindernis markiert. Das wiederholen wir jetzt nochmal für die anderen Texturen. Die Rastereinstellung, die wir vorhin vorgenommen haben, übernimmt er automatisch, also müssen wir nur noch eine Einzelkachel anlegen, den Bereich auswählen sowie ein Rechteck hinzufügen für die Kollision. Selbiges nochmal für die letzte Kachel. Dann speichern wir ab und haben damit unser Tileset festgelegt für unsere Tilemap. Wir springen jetzt nun, indem wir hier auf Tilemap klicken, nochmal im Szenen-Tree zurück zur Node für die Tilemap. Und nun müssen wir noch festlegen, welches Tileset diese Tilemap verwenden soll. Hierbei mal ein kurzes Wort zu den Ressourcen. Ressourcen in der Godot Engine können in zwei Varianten definiert werden. Entweder sie sind Teil einer Scene. Ein Beispiel hierfür ist die in unserer Spieler-Node definierte Sprite-Frame, mit der wir die Animation für unsere Spielerfigur definieren. Diese Ressource ist im Scene, in der Scene gespeichert und wird da mitgeschleppt. Für unsere Tilemap haben wir diese allerdings als Tileset im Tilesystem festgelegt. Das ist eine externe Ressource, auf die man dann in der Szene verweist oder referenziert. Damit wir nun die Tilemap nun mit dem Tileset verknüpfen, wählen wir das Tileset aus und ziehen es einfach auf das Eigenschaftsfeld für Tileset und haben es nun festgelegt. Wir können nun anfangen, unsere Hindernisse hier mit dem Tileset-Editor zu definieren, so wie es uns dann hier beliebt. Das kann man auch anders machen, als es ich jetzt tue. Der Tile-Editor ermöglicht halt eine schnelle Arbeit mit verschiedenen Rastern, indem man mit Linksklick Elemente platzieren kann und mit Rechtsklick wieder entfernen kann. Nachdem wir jetzt nun unser Hindernisparcours festgelegt haben, in der unsere Spielfigur anstoßen wird, sollten wir den Spieler hinzufügen.
Der Spieler ist eine eigene Szene und diese Szenen können als Instanz eingefügt werden in eine andere Szene. Hierzu gehen wir jetzt hier überhalb des Scene Trees auf das Verknüpfungs-Icon und sagen Szene hier instanziieren. Wir wählen die Szene aus, die wir haben wollen, also den Spieler, und haben ihn nun hinzugefügt. Wir geben ihm nun eine andere Position, wo genau ist egal, und können nun damit fortfahren, den Spieler seinen Bewegungscode hinzuzufügen. Damit sich der Spieler nun bewegen kann, müssen wir ein wenig Code programmieren, damit das Spiel weiß, was er nun mit dem Spieler machen soll. Wir springen zurück zur Player Scene und sagen und klicken auf die Hauptnote des Spielers. Und nun klicken wir hier drüben auf dieses Icon, ein neues oder existierendes Skript der angewählten Note anhängen. Dies eröffnet nun den Dialog, um halt mit Scripts zu arbeiten. Er wählt uns nun aus, welche Sprache wir haben wollen. Wir nehmen GDScript, von was das Skript erben soll, ähnlich einer Subklasse. Auf welcher Vorlage es basiert, wir lassen es bei der Standardvorlage und dann auch, wo es gespeichert werden soll. Wir können es jetzt einfach in diesem Ordner so speichern. Wir erstellen das Skript und landen nun im Code-Editor oder im Skript-Editor. Wir sehen gleich, dass dass das Template, was verwendet wurde, ein paar Sachen als Kommentare vorbereitet. Im oberen Teil sagt er verschiedene Variablen, die als Klassenvariablen festgelegt sind, also zeigt er, wie man Klassenvariablen definieren kann. Das benötigen wir in diesem Skript nicht und entfernen es deswegen aus. Was wir stattdessen einfügen, ist eine Konstante. Diese Konstante heißt Movement Factor und sagt fest, legt fest, um welchen Faktor sich der Spieler bewegen soll. Der nächste Part im Template war eine Funktion namens Ready. Diese Funktion wird ausgeführt, sobald der Player in dem Scene Tree instanziiert wird. Es ist nicht, wenn sie erstellt wird, das ist die Funktion init, sondern das ist die Funktion, wenn sie im Spiel auftaucht. Auch diese werden wir diesmal nicht brauchen und entfernen sie. Die Funktion, die uns interessiert, ist die letzte hier, Process. Diese kommentieren wir aus, weil diese Funktion wird in jedem Frame aufgerufen. Mit Data, wobei Data hier erwähnt, wobei Data sagt, wie viel Zeit vergangen ist seit dem letzten Frame. Wir wollen nun zuerst herausfinden, ob der Spieler die Spielfigur bewegt haben möchte. Hierzu fangen wir an mit einer Variablendefinition. Dazu setzen wir jetzt hier var, ist für Variable, dann den Variablennamen, in dem Fall xMovement, und danach den Wert, der standardmäßig gelegt werden soll, 0,0 in dem Fall. Das gleiche tun wir dann auch nochmal mit byMovement. Diese beiden Variablen werden definieren, in welche Richtung der Spieler seine Spielfigur bewegt haben möchte. Wir müssen aber nun erkennen, welche Eingaben der Spieler gedrückt hat. Hierzu geben wir ein if und fragen dann beim Input Singleton ab, is action pressed? Und dann bietet er uns an, nach welcher Aktion er gucken soll. In unserem Fall sagen wir, is input UI left? Mit einem Doppelpunkt abschließen und danach einem Pass, weil erstmal noch nichts passiert. Ein kurzes Wort zu den Eingabeaktionen. Wenn wir unter Projekt gehen, in die Projekteigenschaften, dann sehen wir im zweiten Reiter, Eingabezuordnung, verschiedene Aktionen, die aktiviert werden können. Es gibt ein paar Standardaktionen, die von der Godot Engine vorgeschrieben sind, wie zum Beispiel UI Accept, welche standardmäßig Enter, das Enter auf dem Nummernpad, Space und so definiert hat. Diese Aktionen legen fest, dass bei gewissen Tasten eine gewisse Aktion ausgeführt werden soll. Für unser Beispiel werden wir UI Left, Right, Up und Down verwenden, um die Spielerrichtungen anhand der V
Pfeiltasten zu erkennen. Man kann in diesem Editor auch dann festlegen, dass andere Tasten die gleiche Aktion ausführen sollen. Wenn ich nun die linke Pfeiltaste gedrückt habe, möchte ich meine Spielfigur nach links bewegen. Da in der oberen linken Ecke 0,0 liegt, in dem Koordinatensystem für 2D, wollen wir also die x-Koordinaten verringern. Deswegen legen wir jetzt fest, dass yx-Movement, welches übrigens bei jedem Frame zurückgesetzt wird, weil diese nur in der Prozessfunktion definiert ist, um 1 verringert werden soll. Wir können nun das Ganze vervollständigen, indem wir es nochmal viermal kopieren und nun nochmal anpassen. Bei der zweiten Aktion, UIWrite, wollen wir plus 1 einfügen. Wenn die Pfeiltaste nach oben geklickt wurde, wird Y-Movement verringert, weil wir unsere Spielfigur Richtung oben bewegen wollen und dann dementsprechend wir uns Richtung dem Nullpunkt auf der Y-Achse bewegen. Und wenn wir Down haben, fügen wir also etwas hinzu. Wir haben also nun erkannt, in welche Richtung der Spieler sich bewegen möchte. Nun müssen wir das aber in eine Bewegung umsetzen. Zuallererst erzeugen wir dafür dann eine neue Variable namens xVelocity. Diese nimmt die vom Spieler festgelegte Bewegung und multipliziert diese mit Delta. Warum? Das ist ganz einfach. Wenn wir unsere Bewegung von den Frames abhängig machen, wird das auf Rechnern, die sehr viele Frames haben, dann die Figur sich sehr schnell bewegen. Auf Rechnern, die eine geringe Framezahl haben, die Figur sehr langsam bewegt werden. Deswegen multiplizieren wir es mit Delta, welches immer ein 0, irgendwas ist und dann die Sekunde zeigt seit dem letzten Frame. Das Ganze normalisieren, sodass die Bewegung immer mal den Wert ist, den wir haben wollen. Und diesen Wert, den wir haben wollen, ist die konstante Movement Vector, mit der wir es ebenfalls multiplizieren. Das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal für y und haben nun damit festgelegt, wie schnell x und y sich bewegen sollen. Und nun können wir also sagen, dass dem Kinematic Body, dass er sich bewegen soll. Hierzu wählen wir die Funktion Move and Collide. Move and Collide sagt, beweg dich um einen gewissen Vektor und kollidiere, wenn du auf ein Hindernis stößt. Wir sagen nun, dass das einzige Argument, was diese Funktion übergeben wird, ein neuer Vektor 2 sein wird. Vektor 2, weil wir nur 2 Werte brauchen. Und in diesem Wert sagen wir, dass der erste Wert x-Velocity sein soll und der zweite y-Velocity. Wir können nun erstmals unser Projekt ausführen, indem wir auf Abspielen in der oberen rechten Ecke drücken oder F5. Nun sehen wir aber, dass es ein paar Probleme gibt. Problem 1 ist nämlich, dass sich zwar unsere Spielfigur bewegt, allerdings, wenn man links und unten gedrückt hat, es sich schneller bewegt. Das liegt daran, dass ich hier einen Tippfehler gemacht habe und bei UI Down x nochmal etwas hinzufüge anstelle dem gedachten y. Das korrigiert, bewegt sich nun die Figur, wie sie soll. Ein weiterer Punkt, den wir feststellen, ist, dass das Ding nicht skaliert. Standardmäßig skaliert die Godot-Engine UI nicht. Deswegen springen wir nochmal zurück in die Projekteinstellungen, gehen auf die allgemeinen Einstellungen unter Display Window und gehen auf Stretch und sagen, dass das Ding mit 2D, im Mode 2D, das Ganze skalieren soll. Bei Aspect sagen wir außerdem, dass das Ding das vorgesetzte Aspect Ratio behalten soll. Das wird später wichtig, da die Spielfigur an den Rändern des festgelegten Spielfelds auf die andere Seite springen soll und damit das Ganze dann
nicht so aussieht, als würde es irgendwann in der Mitte springen, legen wir fest, dass wenn wir ein anderes Format haben wie 4 zu 3 oder so, dann da einfach schwarze Balken platziert werden. Nun ist das Ganze in der richtigen Größe und die Spielfigur bewegt sich, wie sie soll. Allerdings haben wir festgestellt, dass es noch keine Animation gibt. Das fügen wir nun hinzu. Hierzu überprüfen wir mit einem neuen If, ob wir eine Velocity haben, indem wir sagen, wenn x Velocity nicht 0 ist, oder wenn y Velocity nicht 0 ist, dann bewegt sich die Figur. In dem Fall wollen wir, dass unsere Sprite, wo ja die Animationen festgelegt sind, eine Animation abspielen soll. Hierzu referenzieren wir nun die Node. Dazu nutzen wir das Dollarzeichen, um zu sagen, ich möchte eine Node aus dem Scene-Tree referenzieren und wählen unsere Sprite. Also Dollarzeichen Sprite bedeutet, mach etwas mit der Node Sprite in dem Scene-Tree. Und sagen nun mit einem Punkt, dass das Ding nun eine Funktion ausführen soll. In dem Fall Play. Nun erwartet er von uns den String, welcher ausgeführt werden soll. In dem Fall Walk. Und somit haben wir festgelegt, sobald eine Bewegung detektiert ist, bewegt sich die Figur. Damit das Ding die Animation aufhört, sobald die Figur steht, sagen wir nun auch Else, also wenn die Figur steht, dass die Animation Idle abgespielt werden soll. Wenn wir nun das Ganze abspielen, sehen wir, dass die Animation entsprechend ausgeführt wird und auch aufhört, wenn die Figur stehen bleibt. Eine weitere Sache, die wir jetzt aber noch feststellen, während wir die Demo ausführen, ist, dass die Figur sich immer in eine Richtung guckt, und zwar nach links. Wir hätten es aber vielleicht gerne, dass sie nach rechts guckt, wenn sie tatsächlich auch nach rechts geht. Animated Sprite hat dafür eine Eigenschaft namens Flip Edge, wo dann die Textur horizontal gespiegelt wird. Diese müssen wir halt aber per Code aktivieren. Dazu prüfen wir, ob die X-Velocity größer als 0 ist. Wenn ja, würde sich die Figur ja nach rechts bewegen. Und dann sagen wir unserer Sprite, dass Flip Age, also die Figur, ist die Eigenschaft, die hier auch im Editor zu sehen ist, wahr sein soll. Wenn allerdings X-Velocity kleiner als 0 ist, dann wollen wir, dass Flip Age nicht wahr ist. Wenn wir das nun abspielen, sehen wir, die Figur bewegt sich in die, guckt in die Richtung, in die sie sich auch bewegt, so wie es sich gehört. So, wir haben nun einen Spieler, der sich durch die Gegend bewegt und der an den Hindernissen, die wir aufgestellt haben, stehen bleibt. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem, dass wenn die Figur, während sie sich bewegt, aus dem Bild bewegt, sie nie wieder auftaucht, also bis wir sie zurückbewegen. Wir wollen ja aber, dass sie ähnlich wie in dem alten Handyspiel Snake dann auf der anderen Seite auftaucht. Hierfür müssen wir aber ein paar Tricks anwenden, indem wir bei Game noch weiter was hinzufügen. Bei Game fügen wir nun als allererstes eine neue Node hinzu. Und diese neue Node ist eine Area 2D. Eine Area ist ebenfalls ein Physikobjekt, allerdings ein Gebiet, welches erkennt, wenn Physikobjekte die Gegend betreten oder wieder verlassen. Das ist deswegen unsere Bounding Area. Genauso wie den Physikobjekten müssen auch den Areas eine Collision Shape zugewiesen werden. Also tun wir auch hier wieder eine Collision Shape hinzufügen. Diese nennen wir Bounce. Fügen eine Rectangle Shape hinzu und stellen das auf die Größe, die unser vorgegebenes Spielfeld hat. Nun wollen wir, dass das Spiel erkennt, wenn unser Spieler diese Gegend verlässt und dann den Spieler auf die andere Seite bringt. Hierzu erstellen wir ein neues Skript fürs Spiel.
Wir drücken auf Plus für ein neues Skript, sagen, dass das Skript fürs Spiel ist und sind nun wieder in dem Skript-Editor. Zuallererst wollen wir automatisch erkennen, wie groß denn nun unser Spielgebiet ist. Und dementsprechend sagen wir, dass unser GameBounce, also eine Variable namens GameBounce, welche automatisch von der festgelegten Bounding Area das ganze Gebiet außen liest. Dazu sagen wir, dass Bounding Area Bounce. Wir sehen hier, dass dadurch halt das Bounce ein Kindobjekt von Bounding Area ist, man halt den kompletten Pfad von der Root Node ausgeht. Und sagen bei Bounce dann, dass wir von der Form oder der Shape die Ausmaße haben wollen. Und dann multiplizieren wir diese mal 2. Warum mal 2? Weil die Größe in einer Form von einer Collision Shape immer von der Mitte aus gerechnet ist. Also von hier aus sind es 144 bis hierhin oder 80,5 bis hierhin. Aber nie die komplette Länge. Deswegen mal 2. Wenn wir das aber nun ausführen, wird er melden, dass er es nicht hinkriegen konnte, die Shape zu erhalten aus von einer Null-Instanz. Das liegt daran, dass dieser Skript schon ausgeführt wurde, bevor das Game innerhalb des Scene-Trees war und dementsprechend das Ganze noch Null ist. Damit das Ganze erst ausgeführt wird, sobald das Ding im Scene-Tree ist, also nach der Funktion Ready, sagen wir der Variable, dass diese onReady ist. Also erst ausgeführt wird, wenn es ready ist. Wir können nun die Ready-Funktion und diesen Variablen-Text entfernen. Brauchen wir gerade nicht. Was wir aber wieder brauchen, ist unsere Prozessfunktion. Und nun wollen wir sagen, dass wir die doch nicht brauchen. Brauchen wir jetzt was anderes. Nun wollen wir etwas ausführen, wenn tatsächlich ein Körper dieses Gebiet verlässt. Hierzu wählen wir unsere Bounding Area aus und sagen, dass er und klicken hier auf der rechten Seite neben dem Inspector auf Node. Dies gibt weitere Optionen wie Signale und Gruppen, die mit einer Node verknüpft sind. Und hier unter den Signalen sehen wir verschiedene Aktionen. Diese Aktionen werden automatisch gestartet, wenn ein gewisses Ereignis passiert. Das Ereignis, was uns interessiert, ist Body Exited. Also wenn ein Körper das Gebiet verlässt. Wir machen einen Doppelklick drauf und verbinden dieses Signal mit einer Methode. Es wird nun halt in diesem Editor-Dialog wird nun gesagt, okay, mit welcher Node möchtest du das Signal verbinden? In dem Fall wollen wir es mit der Game-Node verknüpfen. Und welche Methode soll das verknüpfen? Unsere Methode in dem Fall heißt onAreaLeft. Drücken auf Verbinden und wir sehen nun, dass hier automatisch eine Funktion hinzugefügt wurde, welche mit dem Signal verknüpft ist. Jetzt wollen wir aber, dass Pais mal ausnahmsweise ein anderes Physikobjekt dieses Gebiet verlässt. Auch wenn es nicht passieren kann in unserem aktuellen Code, aber wenn es mal passiert, wollen wir sicherstellen, dass diese nicht auf die andere Seite gesprungen wird. Wir wollen ja nur, dass der Spieler auf die andere Seite kommt. Deswegen sagen wir, dass der Spieler in einer Gruppe ist. Wir springen also in die Spielerszene, wählen die Hauptnode aus und klicken auf Gruppen und sagen hier, dass unser Spieler in der Player-Gruppe ist, indem wir hier Player eingeben und hinzufügen tun. Was hilft uns das nun? Wenn wir auf Script wieder zurückgehen, in unseren Game-Script und nun in unsere onAreaLeft-Funktion gehen, können wir nun einfügen if not body is in group. Diese Funktion prüft, ob body in der Gruppe mit dem Namen player ist. Sofern es nicht ist, ignorieren wir den Aufruf. So, nun haben wir
nun die Aufgabe, dass der Spieler wieder auf die andere Seite des Spielfelds soll. Hierzu holen wir uns erstmal die aktuelle Position des Spielers, indem wir den Transform vom Spieler holen. Indem wir auch von unserem Body den Global Transform holen. Transformers sind die Standardeinheit, mit der Godot die Position, Rotation und ähnliches verwaltet. Dies ist besonders in 3D wichtig, da dort einfache Rotationen mit Graden von Rotationen nicht immer funktionieren. In manchen Fällen schon, aber in vielen Fällen nicht. Deswegen sind Transformer die Standardmethode, mit der Godot Position und Rotation verwaltet. Wir wollen nun aus diesem Transform unsere Position rausholen, also Player X, und sagen dafür, dass wir von unserem Player Transform das Origin, also die Position nehmen, und zwar die X-Position. Selbiges dann auch nochmal für Y. Als nächstes wollen wir sagen, legen wir eine Variable fest namens newX und newY, welche standardmäßig auf Player X und Player Y gelegt ist. Diese neue Variable werden wir bearbeiten, um zu sagen, an diese neue Position soll der Spieler positioniert werden. So. Nun müssen wir überprüfen, ob der Spieler in der richtigen außerhalb der Game Bounds ist und dementsprechend dann sagen, dass es neu positioniert werden soll. Zuallererst überprüfen wir, ob die X-Position des Spielers, also Player X, kleiner als 0 ist. Wenn ja, ist der Spieler links aus dem Bild gelaufen. Und in dem Fall sagen wir, dass New X, also die neue Position, auf der anderen Seite von der Game Bounce liegen soll, also rechts. Wenn dem nicht so ist, also else if, indem wir if sagen, sondern unsere Player-Position x größer als die Game Bounce.x ist, dann sagen wir, dass es 0 sein soll. Dann wird von rechts die Figur auf links verschoben. Das Ganze können wir nun kopieren und auf Y aktualisieren. Gut. Dann bilden wir daraus einen neuen Origin. Indem wir eine neue Variable erstellen, New Origin, und auf diesen einen Vektor legen, aus dem unsere NewX und NewY besteht. Und sagen nun zum Schluss, damit unser Body aktuell auf die neue Position gebracht wird, das ist, dass der Global Transform, also der Origin vom Global Transform unseres Bodies, unser New Origin ist. Wenn wir nun das ausführen, haben wir einen Fehler in der Geschichte, weil ich Extends falsch geschrieben habe. Da muss ein T hin, kein D. Aber wenn wir es nun ausführen und nach links rausgehen aus dem Bild, haben wir noch einen Fehler. Weil ich schon wieder einen... Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen live, wie man eine Menge Tippfehler macht. Weil unser Transform ist kein Transform, sondern Transform. So, aber wenn wir jetzt unsere Spielgebühren rausbewegen, taucht sie auf der anderen Seite wieder auf. Selbiges auch von oben nach unten, von unten nach oben und so weiter und so fort. Wir haben nun also schon einiges hingekriegt. Wir haben eine Spielfigur, welche gegen Hindernisse stößt, um diese herumgehen kann, da man eine schöne Animation hat und ähnlich wie die Schlange aus Snake, wenn sie den Bildschirmrand verlässt, auf der anderen Seite wieder auftaucht. Nun aber, um das
Beispiel zu vervollständigen, wollen wir noch ein paar Fledermäuse durch die Gegend flattern lassen. Warum? Weil wir damit gut zeigen können, wie man im Code Elemente hinzufügt und wieder entfernt. Hierzu erstellen wir eine neue Szene. Sagen, dass es eine 2D-Szene sein soll. Sie hat den Namen Bat für Fledermaus. Und als einziges Kind hat sie ein Animated Sprite. Und diese nennen wir Sprite und fügen hier eine neue Sprite-Family hinzu, in die wir als Default-Animation die Animation hinzufügen. Wir lassen die mittlere Animation doppelt laufen. So gibt sich dann ein schöner Flutter-Effekt bei der Fledermaus. Das speichern wir dann ab unter den Szenen. Und ja, wir haben unsere Szene für die Fledermaus erstellt. Viel mehr Interessantes passiert da jetzt erstmal nicht. Das Interessante passiert nun im Code. Weil nun wollen wir, dass diese Fledermaus zufällig erscheint. Hierzu gehen wir wieder in unser GameScript und fügen erstmal eine neue Konstante hinzu. Diese heißt Betsy. In dem verweisen wir auf die Szene, die wir vorhin erstellt haben, indem wir sagen, dass wir sie vor dem Initialisieren der Szene vorladen. Und dann, wenn wir Preload eingegeben haben, wählen wir den Pfad für unsere Fledermaus-Szene aus. Nun wollen wir, während das Spiel läuft, in gewissen Zeitintervallen eine Fledermaus spawnen lassen. Dies wollen wir anhand eines Timers machen. Und diesen fügen wir als neue Node hinzu. Dafür gibt es nämlich die Timer-Node. Und in dieser Timer-Node sagen wir nun, dass diese bei einer Wartezeit von, sagen wir, 4 Sekunden und einem automatischen Start innerhalb von 4 Sekunden immer ein Signal ausgibt, jede vierte Sekunde. Auf dieses Signal können wir nun mit Timeout aufrufen. Und dieses Signal verknüpfen wir mit einer Funktion namens SpawnBat. Nun können wir jetzt hier also bei SpawnBat nun sagen, wir wollen eine Fledermaus platzieren. Wir wollen aber, dass sie nicht immer in der gleichen Position auftaucht, sondern irgendwo zufällig innerhalb des sichtbaren Gebiets auftaucht. Dafür sagen wir, dass unsere Position xPos, innerhalb des Rand Range liegt. Rand Range erstellt eine zufällige Zahl innerhalb zweier Zahlen, in dem Fall 0.0 sowie GameBounce.x. Das Ganze wiederholen wir für Y. Dies erstellt uns nun eine zufällige X- und Y-Position, wo die Figur gestartet wird. Dann wollen wir eine neue Fledermaus erstellen. Wir erstellen eine neue Variable namens Bat. Und diese nimmt die Konstante Betsy von oben und instanziert sie mit Instance. Damit erzeugen wir eine neue Instanz einer Szene. Diese ist eigentlich noch nicht im Scene Tree vorhanden, um das mal zu demonstrieren, starte ich mal kurz das Spiel und wechsle zurück in den Editor. Wenn man jetzt nun nämlich hier in den Scene Tree schaut, sieht man nämlich nun lokal und fern. Lokal steht für das, was wir jetzt gerade die ganze Zeit bearbeitet haben. Wenn wir auf fern klicken, sehen wir aber den Scene Tree, der gerade im Spiel ist. Wir könnten theoretisch sogar bearbeiten. Das ist das Tolle bei der Godot Engine, dass man auch während das Spiel läuft, Sachen bearbeiten kann und das dann einfach aktualisiert wird. Aber das ist nun der globale Scene Tree von dem Spiel, wie er gerade läuft. Und diesem Scene Tree müssen wir die Fledermaus hinzufügen. Deswegen sagen wir als nächstes Add Child. Das wird in der Game Node sagen, dass wir die Fledermaus hinzufügen wollen, die wir gerade erstellt haben. Zum Schluss sagen wir, dass unsere neue Position für diese Fledermaus ein neuer Vektor ist, mit unserer X-Pos.
und Vipers. Und wenn wir es nun ausfüllen, sollten wir 4 Sekunden warten. Und dann kommt eine Fledermaus. Wir sehen aber gerade, dass die Animation noch nicht läuft. Und die sich auch nicht bewegen. Deswegen springen wir zurück zu unserer Betsy und fügen der ein Skript hinzu. Und nun darf unsere Fledermaus eine Funktion in Ready haben. Die wird dann nämlich dann ausgeführt, wenn @child ausgeführt wurde. Außerdem wollen wir diesmal eine Klassenvariable festlegen, namens MoveVector. Das wird nämlich der Vektor sein, in dem die Fledermaus sich bewegt. Nun wollen wir sagen, in welche Richtung die Fledermaus sich bewegt. Wir sagen X-Faktor, was eine zufällige Zahl ist zwischen 0 und 50. Und das wiederholen wir nochmal für Y. Und das wird dann auf einen neu initiierten Vektor für unser MoveVector festgelegt. Wir haben also nun festgelegt, in welche Richtung unsere Fledermaus zufällig fliegen wird. Zum Schluss sagen wir noch, anstelle von Pass, weil das brauchen wir hier nicht mehr, dass unsere Sprite standardmäßig eine Animation abspielen soll namens Default. Als nächstes erstellen wir noch eine Funktion in Process und sagen halt hier, dass unsere erzeugen hier einen neuen Vektor namens DataMove, welcher unser MoveVector ist, also um welchen sich die Fledermaus bewegen möchte, mal Data. Weil wir erinnern uns, damit die Bewegung nicht an die Framerate gekoppelt ist, müssen wir das mal Data nehmen, sodass es frame-unabhängig, sondern zeitabhängig ist. Zum Schluss sagen wir mit Translate, dass unsere Fledermaus um den gerade erstellten Data-Move-Vektor bewegt werden soll. Wenn wir es nun abspielen und laufen lassen und dann kurz warten, dann sehen wir die Fledermaus, die flattert los und raus aus dem Bild. Und dann kommt die nächste, die sich eh wieder mal bewegt in eine andere Richtung und so weiter und so fort. Nun, zum Schluss wollen wir aber dafür sorgen, dass die Fledermäuse, sobald sie aus dem Spiel geflattert sind, auch wieder entfernt werden. Weil ansonsten erzeugen wir so viele Fledermäuse, bis irgendwann der Speicher vollläuft. Wir springen zurück in unser Game-Skript und schauen nun, wie wir das nun anstellen, dass unsere Fledermaus entfernt wird, indem wir die Process-Funktion auskommentieren. Und hier wollen wir nun, dass wir für jede Fledermaus in jedem Frame etwas ausführen. Hierzu sagen wir for für bad, also Fledermaus, in. Ja gut, wie holen denn eigentlich jetzt die Fledermäuse raus? Und hierfür helfen wir die Gruppen. Wir fügen unsere Fledermaus also zu einer Gruppe namens bad hinzu. Und nun können wir den Haupttree holen. Wir erinnern uns gerade aus, wo ich den Tree aus dem Spiel gezeigt habe, also während das Spiel läuft, dass dort hier alle Nodes drin sind, die gerade im Spiel sind. Und diesen Tree können wir uns holen, indem wir sagen getTree. Als nächstes sagen wir, ich möchte von diesem Tree nun alle haben, alle Nodes haben, also alle Nodes in Group. Und das gibt uns ein Array von den Nodes, welche in der Gruppe bad sind. Und damit können wir dann nun durch alle Fledermäuse durchiterieren. Und hier legen wir eine neue Variable fest, ob es innerhalb des Gebiets ist, was wir haben wollen, stellen das standardmäßig auf bar und negieren das nun, wenn es nicht stimmt. Also wenn die Position von unserer Fledermaus kleiner als 0 ist, oder aber wenn die Position unserer Fledermaus auf der X-Position über der Game Bounce ist,
dann stimmt Inbounds nicht mehr. Das Ganze stimmt natürlich auch nochmal für Y. Deswegen aktualisieren wir das mal dementsprechend. Und dann können wir noch sagen, wenn unsere Fledermaus nicht mehr inbounds ist, also nicht inbounds, dann entfernen wir die Fledermaus aus dem Tree. Damit ist aber noch nicht getan. Die ist weiß aus dem C-Tree raus, aber das existiert immer noch im Speicher. Damit sie auch nun aus dem Speicher verschwindet, sagen wir nun auch, dass die Bat Q3 aufrufen soll. Q3 sagt der Engine, ich bin fertig, du kannst diese Instanz entfernen aus dem Speicher. Und wenn wir das nun ausführen, dann können wir das Fenster hier ein bisschen verringern, auf Fern drücken, um den gerade aktiven Tree zu zeigen im Spiel und können dann jetzt hier schön nachverfolgen, eine Bat wurde erzeugt, eine Bat wurde entfernt. Eine Bat wurde erzeugt und so weiter und so fort. Das Ganze ist ein bisschen verzögert, weil das nur eine kurzzeitige Repräsentation ist. Aber ja, wir haben unser erstes Godot-Projekt erstellt. Wir haben eine Spielfigur, die sich bewegen kann, die animiert ist, die gegen Hindernisse stößt. Wir haben Fledermäuse, die animiert sind, die sich bewegen und die, ohne den Speicher zu sehr voll zu machen, entfernt und wieder hinzugefügt werden. Ja. Das ist ein kleiner Einstieg in die Godot Engine. Es gibt noch wesentlich viel mehr. Es gibt noch UI, es gibt noch 3D. 3D ist nochmal eigentlich ein ganz anderes Thema. Deswegen soll es dabei erstmal bleiben. Wer mehr lernen möchte, der findet unter docs.godotengine.org die Dokumentation des Spiels und kann dort unter Your First 2D Game findet er ein gutes Startbeispiel für weitere eingehende Sachen, wo mehr Gegner erzeugt werden mit unterschiedlichen Variablen, wo ein bisschen UI erzeugt wird mit einem Timer und einem Highscore. Ich denke, das ist ein guter Punkt, wo man fortfahren kann. So viel nun für heute aber. Ich bin Frederik Schenk. Das war ein kleines Tutorial zur Einführung in die Godot Engine im Rahmen des Game Engineering Kurses in der Hochschule Mannheim. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.